Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. So, wir stehen jetzt hier wieder bei Björn. Mal gucken, was er zu tun hat für uns. Tulpen auf dem Anwesen. Arya, ich kann es immer noch kaum fassen. Dieses Glück. Wie könnte mein Leben noch besser werden als jetzt? Ich weiß, wir restaurieren noch einen Bereich des Gartens. Welchen Teil? Ob wir die Erlaubnis dafür haben? Warum bist du so eine Spielverderberin, Arya? Oh. Okay, hier. Pflanze diese Tulpen am Weinberg an. Das wird die Baroness sicher zufriedenstellen. Schnell, Beeilung, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, ruhig. So, nächstes. Hast du Lust, den Mondgarten weiter zu verschönern, Arya? Früher gab es entzückende Statuen rund um die Plantagen dort. Sie müssen repariert werden und dafür brauche ich einen bestimmten Marmor, den man nur in den Bergen beim Klippenbezirk findet. Wenn du dorthin findest, bring mir welche mit und ich sorge dafür, dass die Statuen zurück in den Mondgarten kommen. Klippenbezirk ist doch bei Mario da in der Nähe, oder? Oder ist der hier? Ah ne, guck mal, da wird sogar angezeigt. Ach, bei der Reitarena, okay. Dann würde ich sagen, pflanzen wir erstmal die Tulpen ein. Reden dann mit der Baroness. Und dann gehen wir zum Klippenbezirk. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja, falsch. Machen wir das so. Gut, hat sich jetzt nicht wirklich was genommen, hier oder da lang zu reiten. Oh. Ja. Gut. Wir können auch, glaube ich, hier hoch. Nein, jetzt sind wir umsonst. Juhu. Okay. Gut. Das war ein Schuss in den Ofen. Egal. So, dann pflanzen wir das hier mal hübsch ein. Absteigen. Wie könnte es auch anders sein? Zack. Ui, gleich ein ganzes Beet dazu gebaut. Na, das sieht hübsch aus. Lass mich durch. Nee, das ist cool. Das sieht schön aus. Da wird die Baroness sicher nichts gegen haben. Das sieht echt schön aus. Zack. Ja. Das hat doch was. 4 Stück noch, okay. So, machen wir hier einen hin. Dann machen wir hier noch einen hin. Ja, da ist der Regenbogen. So, dann hier noch. Man sieht das ja total ungleichmäßig aus hier. So, und dann hier der letzte. Da müssen wir eben ganz kurz noch Daisy Girl holen. Da hinten habe ich sie abgestellt. Und dann fragen wir die Baroness, ob das auch so schön ist und ob wir da diesen Garten weiter ausbauen dürfen. Mal gucken. Ach, wie könnte man zu diesen Tulpen Nein sagen? Oh, was für ein schönes Tulpenbeet. Es versprüht eine Stimmung des Glücks über das Anwesen. Ach so, hätten wir uns gar nicht aussuchen müssen, jetzt stehen überall welche. Egal. Björn und Agneta sind wirklich außergewöhnlich gute Gärtner. Sag ihnen, dass sie gerne ihr Projekt fortsetzen können. Na, das wird sie doch freuen. Das ist doch schön. So, Moment. So, wo wir jetzt schon mal hier sind, können wir auch eigentlich gleich zum Klippenbezirk rüber. So, dann brechen wir mal auf. In Richtung Reitarena.
Prinzip können wir jetzt einfach hier weiter. Dann müsste das ja irgendwo... Ups, auch schon irgendwo fast sein. Hier. Da unten. Da unten. Ja, wie kommen wir denn da jetzt... Ach, wir versuchen es einfach mal, uns da runter sliden zu lassen. Yep. Puh. Hat funktioniert. Gut. Den sammeln das wir mal eben ein. Einen von fünf. Na. So, zwei. Drei. Vier. Und der letzte. Nein! Och, ist das so schwer. So. Komme ich denn jetzt hier wieder zurück? Weil da hoch ist, glaube ich, ganz schlecht. Da komme ich nicht hoch, oder? Nee. Nee. Wow, einmal auf dem Popo ins Wasser. Shit, shit, shit. Nein. Okay. Vielleicht hier. Das sieht aber auch so mega. Nein. Puh. Okay. Dann wieder ganz schnell zurück. Juhu. Danke, Aria. Ich werde damit jetzt die Statuen reparieren. Reite mal hin und schau es dir an. Aber versuch nicht zu oft in Ohnmacht zu fallen. Gelegenheit genutzt, ein paar Büsche anzupflanzen, während du weg warst. Oh. Ich habe Blumen sowas von satt, Aria. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen. Blumen sind sowas von... Siehst du es vor dir, Aria, wie Agneta ihren Kaffee in ihrem Hain trinkt? Während die Weltbevölkerung dafür nach Jorvik einströmen. Graf Björn werden sie mich rufen. Frage sie, ob wir Stecklinge für Büsche haben können. Sie wären perfekt für unseren Garten. Beeil dich. Folge weiter. Hey. Was soll das denn jetzt? Naja, gut. Dann bis zur nächsten Folge, würde ich mal sagen. Tschüss.